Willkommen zurück bei Enderal. Heute mal eine kleine Testrunde mit dem YouTube-Livestream. Und es sind sogar ein paar Zuschauer da, also könnte ich direkt Hilfe anfordern, falls ich mal wieder zu dämlich bin für ein Rätsel. Werden wir aber heute wahrscheinlich nicht haben. Wir schauen uns hier in der Unterstadt mal um. Wir sind wieder zurück in Ark. Und ja, mal schauen, was wir dort so finden. Wir haben auch ein paar Aufgaben für die Unterstadt in Ark. Halt. Geheimnisse aus der Büchse erstmal nicht. Da habe ich jetzt auch die Info bekommen, wo ich da hin muss. Machen aber irgendwann anders. Das war's nicht. Was wollte ich denn? Wir hatten... Oder wir gucken uns mal nach so einer Besitzurkunde an. Aber auch da zeigt es mir gerade keinen Questmarker an. Okay. Spuren der Vergangenheit? Nein. Auch nicht. Genau, den Schlüssel zum Banktresor der Fuchshans zum Milbad bringen. Okay, da müssen wir irgendwie in die Unterstadt kommen. Machen wir das doch mal, da waren wir noch überhaupt nicht. Und erstmal ins Ark-Südviertel. Es kann sein, dass das Spiel immer mal abstürzt, die das Let's Play vielleicht jetzt gerade nicht verfolgen. Und wundert euch bitte nicht über rechts oben und rechts unten in der Bildschirmecke sind so zwei Symbole. Das ist einfach vom Shadowplay. Werden im Video selber dann als hochgeladenes nicht zu sehen sein, aber im Stream jetzt schon. Das sind einfach meine beiden Kontrollpunkte, ob die Aufnahme überhaupt stattfindet. So, wo geht's denn hier? Wo geht's denn hier runter in die Unterstadt? Dahin. In den Fels hinein, okay. Eingang zur Unterstadt entdeckt. Wunderbar. Hütte der von der Volks. Einen Groschen, Monsieur. Bitte nur einen. Einen Groschen? Okay. Ja, gut. Danke. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ja, nochmal einen Abend an die anderen, die gerade noch dazugekommen sind. Guten Abend. So. Und dann gehen wir mal runter. In die Unterstadt. Hauptkaverne. Bei mir selber, ich habe das auch auf dem Nebenbildschirm als Kontrollmonitor, da ruckelt nämlich der Stream enorm. Nun weiß ich nicht, ob es daran liegt, weil ich aufnehme und Stream selber halt am Laufen habe. Deswegen vor nochmal die paar Fragen. So, okay, ich versuche mich wieder ein bisschen mehr aufs Spiel zu konzentrieren, wie sonst auch. Auch hier wieder sehr schön gemacht. In der letzten Folge schon das Wasser gelobt in Nebelheim. Sieht auch wieder ganz toll aus. So, die Unterstadt ist ja wirklich, muss man sich hier erstmal durch die Höhle kämpfen. Ah, okay. Ist ja wirklich in den Fels reingehauen. Da wird schon fleißig gearbeitet. Lodern Winterfeuer. Mehr als ein hat er leider nicht für uns übrig. Aber kräftig zuhauen kann er. Interagieren. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Also da oben sind schon wichtige Deckhaare weggebrochen. Na gut. Oh. Wir sollen ja auch noch andere Leute finden in der Unterstadt. Da war doch noch. Nee, das trostlose Feld nicht. Hier gesucht in Ark. Den verrückt gewordenen Gardisten, den Würgler, ausfindig machen und töten, um sein Kopfgeld zu kassieren. Eine Wohnbaracke. Sieht ein bisschen anders aus, als ich es mir vorgestellt hätte, aber Heimatlose. Der Herr wird es euch vergüten. Ja, aber gern. Einen Groschen geben. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Es kommt sympathisch, wenn ich Leute im Chat begrüße. Okay, dann begrüße ich
alle nochmal. The Last of Us, Jörg Dornheim, Big Bo, Marcel Elbrecht. Und habe ich jemanden vergessen? Ganz oben Atlantis Gamer. So. Gut, hätten wir das auch erledigt. Aber ein Hufschlag. Hallo. Kann ich auch wieder nicht mit der reden. Die haben alle nicht so viel zu sagen. Die ist sich auch nicht sicher, was sie von uns halten soll. Noch eine Wohnbaracke. Alter, das ist ja wirklich totales Elend hier unten. Nur ein Winterfeuer. Ah, okay, Unterstadt Barackenplatz. Okay, ach, guck mal. Was haben wir hier? Willkommen im falschen Hund. Gut, dann gehen wir mal rein. So, was haben wir alles? Zorgbahn und Söhne. Was stellen die her? Kisten und Fässer und Schwerter. Blutmann-Revolte. Mit Gernot von Dichtersfeld in der Rolle des Ritter Arthuras. Ha? Pechgrube. So ist das eben. Wo habe ich das denn hingepackt? Alles Bettler. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Rallo stark dir. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Ein Spielmann. Ja, schade. Vielleicht können wir hier nochmal irgendwo... Heute mit Hallo. Im Angebot. Der verbotenen Stadt, da ruht der Schwarm. Krieg auf Kühe. Oberstädter. Psst, habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin Mael Groschenfürst die Führung der Goldenen Sichel streitig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Kile sind ein gottesfürchtiges Volk, aber wie sagt man, kauf einen Nagel von einem Kilen und am Ende hat er dir eine ganze Werkstatt verkauft. Lila Fuchshand. Was? Die hatte sich ja mit ihrem Bruder gestritten um das Erbe, was wohl im Banktresor liegt. Und von ihr sollen wir halt für den Bruder den Schlüssel zurückholen. Oh, willkommen MW-Zocker und Rustam K. Hab schon was gelernt heute. Schreitet wohl, Mäßig. Hallo. Was? Timo in Tatenfolge. Achso. Olli Hufschlag. Oh, mit dem können wir spielen. Wollen wir eine Runde zocken? Nee. Ja, das gibt's doch nicht. Nach weglosen Schriften und Schätzen. Ich wollte mich gern setzen. Dann tut sich der Boden unter dir auf, statt Reichtümern. Na gut, wir reden mal mit Sila Fuchshand. Was? Ja, ich habe die Beschreibung vorhin nochmal geändert. Ich weiß nicht, inwiefern das direkt übernommen wird. Theoretisch steht dann bei mir immer da, so wie ich was geändert habe, Änderung wurde gespeichert. Tut mir leid. So. Okay. Euer Bruder schickt mich, er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah. Und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meinte er, war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht.
Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Oh, das ist das allererste Mal, dass wir was mit Rhetorik auswählen können. Wenn er mir den Schlüssel gibt und Milpa sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden, ihn überzeugen, dass er euch versorgt. Ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen, gebt mir den Schlüssel, dann sehen wir weiter. Puh. Die erzählen uns nun wieder was anderes? Ich würde auch eher ihr glauben, muss ich sagen. Der Bruder hat auf mich dann doch eher so einen zwielichtigen Eindruck gemacht. Wir probieren das mal mit Rhetorik. Da haben wir zwar nicht so viel, aber Versuch ist es wert. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Okay, ja, das hat nicht funktioniert. Na gut, wir fragen erstmal, und wofür braucht ihr das Geld? Macht ihr noch etwas anderes, als hier unten herumzuhängen? Ich überlebe. Und da ich anders als mein Bruder für den nächsten Groschen nicht über Leichen gehe, ist das gar nicht so einfach hier unten. Okay, ich habe eurem Bruder versprochen, ihm zu helfen. Schön, ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Was? 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 Die will sich mit uns hauen. Okay, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Jetzt ist gut, Mädchen, du hast verloren. Hör auf. So, Sila, hast du genug? Ja, tut mir leid wegen dem falschen Eintrag auf YouTube, dass das was anderes anzeigt. Das war vorher noch so, als ich das mal vor ein paar Monaten probiert habe mit Elite Dangerous. Jetzt, ich habe es vorher noch mal geändert, aber es hat es anscheinend noch nicht ganz übernommen. Das Vorschaubild ist aber noch von Elite Dangerous, das gebe ich zu. Das habe ich noch nicht geändert. Nur die Überschriften, die Beschreibung. So, Sila, also? Gut, gut, ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Er liegt hinter Fässern am Eingang der Mine beim Marktplatz in der Unterstadt. Geht und bringt ihn Milbert. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Okay. Beendet den Schlüssel zum Banktresor der Fuchshahn zu Milbert bringen. Warte mal. Vielleicht ist der Tisch hinten. Miet im Angebot. Was? So. Vielleicht ist der Spieltisch jetzt hinten frei. Da können wir noch mal eine Runde zocken. Ja. Zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenscout. Der Spieltisch ist derzeit unbesetzt. Na toll. Komm abends oder nachts wieder, um zu spielen. Da sitzt einer, aber der hat wahrscheinlich kein Geld. Oh. Olli Hufschlag. Hallo. Hallo. Der hat auch nicht mehr so viel zu erzählen. Wo hab ich das denn hingepackt? Okay, dann hauen wir einfach ab. Verlier Hufschlag. Hallo. Hallo. Okay, jetzt müssen wir tatsächlich noch weiter runter in die auf die Barackenplätze. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Fischhütte, Merkszucht. Theater am Steinbrunnen, der Wegelose im dunklen Gewand. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Hinten müssen wir hin.
Wohnbaracke, Aschehaupt. Hey. Geht weit. Was? Uiuiuiui. Wir brauchen noch eine Trachtprügel. Marktplatz. Okay, und was ist das hier? Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Oh. Hallo, Sascha Huber. Willkommen. Na? Hallo, schöner Mann. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist, wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Kann man? Also, kann man hier Geld investieren? Da ist denn hier der Chef? Der Trommler bestimmt nicht. Auch bloß ein Gast. Schreitet wohl! Ah, wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Okay, ich bekomme gerade die Infos, dass man leider nicht mit der Dame lebt wohl ausgehen kann. Schade. Also in Gothic habe ich das immer gemacht. Direkt unten am Hafen. Guckt sogar ein Nippel raus. Naja gut. Gut, dann zeige ich sie nicht weiter. Ist ja noch nicht 22 Uhr, wie ich gehört habe. So. Hallo. Hallo. Unterstadt, altes Wasserwerk. Hallo, Dodo Dall. Schöner Name. So, bekomme ich denn jetzt her? Hier hinten müssen wir hin. Bitte nur einen. Oh, er bettelt wieder, aber gern. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Aha. Schlauen Papa hast du. So, weiter geht's zum Marktplatz. Greta Gassenhauer. Ich will auch wieder nicht mit uns reden. Mann. Wie im echten Leben. Unterstadt, Marktplatz. Es gibt aber einen Puff in der Unterstadt. Ach echt? Wo? Vielleicht ist das der Marktplatz. Warte, bin ich wie? Okay. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ja. Alles gut. Herr Grubenerz, Marktplatz? Da müssen wir aber nicht hin. Warte mal, hier ist ein Schild draußen dran. Ist das das Freudenhaus? Nee, ne? Weitergehen. Lasst mich. Lasst mich einfach in Frieden. Die Fleischmadenkranke. Was wollt ihr? Das Anstecken. Nicht begaffen. Verschwindet. Verschwindet einfach. Die Kinder spielen nicht neben den Nutten, die lernen. Na, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Hallo, schöner Mann. Die oder die andere? Ich muss sagen, die erste hat mir mehr zugesagt, aber ich würde sie beide nehmen.
Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Ist das auch das eine? Ist das Leben, Natal. Nee. Ilia Flaschenboden. Frau Flaschenboden. Ach, hol dich doch, du Pist. Oh, hier auch wieder so ein Zwielichtinhaler, okay. Lass. Gestattet, das Unvermeidliche hinauszögern. Handeln, habt ihr etwas gefunden? Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. Hm. Ambrosia kostet bloß 194. Ich nehme einmal mit. Wir mussten das in der letzten Folge einmal nehmen. Genesungstrank. Oh. Ah, okay. Gut. Genesungstrank. Ich brauche ein paar Heiltränke. Ich habe leider nicht mehr viele. Dietriche, haben wir noch genug? 218 eine. Ach ne, Quatsch. Hier oben 5. Expertenbuch Fernkampf. Was ist das? Hm? Was seid ihr? Ein Händler? So würde ich mich bezeichnen. Auch wenn die Schnösel der goldenen Sichel mir da vermutlich widersprechen würden. Sagen wir es so. Ich habe sicher das ein oder andere, was euch interessieren könnte. Und einem guten Fund eurerseits bin ich nicht abgeneigt. Ich weiß gar nicht genau, ob es Gilden in Enderal gibt. Gibt's bestimmt, aber ob es da auch bestimmte Gilden-Quests für gibt, wie die Diebesgilde in Skyrim oder Oblivion. Bin ich mir nicht so sicher. Ich bin noch nicht so weit drin im Spiel und in der Hauptstory auch noch nicht fortgeschritten. Könnte sein, dass da noch was kommt. Ich habe da keine Ahnung. Und ja, willkommen Tim Dröndl oder Dröndle. Ja, es gibt Sexmods für Skyrim. Ob es die auch für Enderal gibt, weiß ich auch nicht. Ihr könnt ja mal nachschauen. Wie sieht es denn mit den ausgeliehenen Gegenständen aus? Ausgeliehene Gegenstände? Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mal sehen. Ja, okay. Gut, jetzt zeigt er uns nochmal das, was wir schon eben sichere gesehen haben. Straßen. So. Was ist denn das hier? Bilderverleih? Carver Torwall. Der möchte auch nicht mit uns reden. Halt, was ist denn das hier? Ein Besitzschild. Kann ich auch nicht mit interagieren. Geschlossen. Hm. Könnten wir unser eigenes kleines Ladenlokal aufmachen? Ach, schade. Kommt man nicht hinten rum ran. Nicht wie bei den beiden Damen. Schaufel haben wir schon. Ach, hier ist der Schlüssel. Tresorschlüssel 1121 der Fuchshand. Zack. So. Kaverne zur Pechgrube. Komm, die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Wusste ich gar nicht, dass es für die Handelsgilde noch Quests geben sollen. Das ist schon mal eine schöne Info, dass da noch mehr dazu kommt. Gibt es da ungefähre Infos, wann das so sein, so weit sein soll? Oder ich bin nicht so oft im Enderal Forum unterwegs. Ah, ein kleines Goldsäckchen. Kann ich gar nicht aufnehmen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Guten Abend. Minenarbeiter. Eine zwielichtige Weiter. Gestalt. Nein, eine zwielichtige Gestalt. So. Ahoi. Ahoi. Geht weiter. Nach Pechgrube. Oh Gott. Okay.
Und abwärts. Und abwärts. Ah, okay. Nanu, ich mache nichts, ich springe nicht. Das macht er von alleine. Der bleibt immer mal in der Luft hängen und fällt dann nach unten. Oh, hier. Das ist aber doch ganz schön groß geworden, die Unterstadt. Nach anfänglicher Skepsis, dass es doch kleiner ist, als ich mir vorgestellt habe, ist es jetzt doch ein bisschen größer. Hallo. Hallo. Holzhacken in der Mine.